Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Neurodermitis. Ja, Neurodermitis ist leider nicht so selten, sind ganz viele Menschen von betroffen, jung wie alt. Am schlimmsten natürlich, wenn Babys betroffen sind, weil die können nichts machen, die können sich nicht kratzen, die wissen nicht, was los ist mit dem Körper. Und hier ist Hilfe angesagt, was kann man tun, wie kann man das Ganze verbessern. Gut, was entscheidend ist, ist zu wissen, Neurodermitis ist eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem wendet sich wieder irgendwie gegen die Haut und die Frage ist, warum passiert das? Das zweite ist, es gibt verschiedene andere Ursachen noch, es gibt bestimmte Mängel im Körper, die sein können, aber wichtig ist, es hat irgendwie zu tun mit dem Immunsystem und zwar nicht nur mit dem Immunsystem der Haut, sondern vor allen Dingen mit dem Immunsystem vom Darm. Weil unser eigener Darm ist verantwortlich mit für die Entstehung von Problemen auf der Haut. Fast alle Hautprobleme haben ihre Ursache im Darm. Es gibt immer noch eine ganze Reihe von Fachärzten, von Hautärzten, die sagen, nein, 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 das kann nicht sein, das stimmt alles nicht, man behandelt das über die Haut, man kann da auch nur symptomatisch behandeln, das ist halt genetisch, da kann man nun mal nichts machen. Und genau das ist aber nicht der Fall. Es stimmt schon, dass es eine genetische Disposition hat, Neurodermitis zu entwickeln. Ja, das ist korrekt. Das haben viele Menschen. Jeder von uns hat irgendwelche genetischen Veränderungen oder Mängel. Es gibt, glaube ich, niemanden mehr auf der Welt, der ein ganz 1A-Genom hat, wo keine Fehler drauf sind. Aber es ist halt die Frage, wie sich diese Fehler äußern und wo dann am Ende sich irgendwie ein Symptom zeigt. Also wer mit Neurodermitis Probleme hat, hat eben eine bestimmte Form von genetischer Schwäche und dann zeigen sich bestimmte Faktoren, denen man begegnet, zeigen sich dann über die Haut. Ich bin jemand, ich gehöre dazu. Ich habe auch Neurodermitis, allerdings seit 15 Jahren nicht mehr. Ich habe es komplett weg, ist ausgeheilt und die Dinge, die ich jetzt heute erkläre, sind unter anderem die Dinge, die mir geholfen haben. Also, der Darm. Wenn ich dem Darm helfe, helfe ich meiner Haut, da auch die Neurodermitis. Das heißt, was kann im Darm alles los sein? Das eine, was im Darm sein kann, sind die klassischen Unverträglichkeiten. Dort liegt ihr am meisten oder am nahesten bei der Heilung, wenn ihr Milchprodukte weglasst und wenn ihr Gluten weglasst. Die Milchprodukte haben die Eigenschaft, dass sie das Immunsystem zum Überreagieren bringen, vor allen Dingen im Bindegewebe dann letztendlich, weil die Milchproteine werden nicht komplett alle zersetzt, sondern dürfen, wie mit so einem Sonderpassierschein, die Darmwand durchdringen, kommen dann ins Bindegewebe rein und dort muss das Immunsystem eine Freund-Feind-Kennung machen, weil das Protein könnte ja auch eine Bakterie sein. Und da es dann körperfremd ist, es ist ja kein eigenes Körpereiweiß, wird es angegriffen, folglich habe ich ein überaktives Immunsystem und dann kann sich das über die Haut eben auch zeigen. Also Milchprodukte bitte komplett rausschmeißen und das gleiche gilt für Gluten. Weizen geht sowieso eigentlich für niemanden mehr und Gluten ist häufig dann eben auch eine Ursache und jemand, der also Probleme hat mit Neurodermitis, sollte Gluten auf jeden Fall aus der Ernährung eliminieren, rausschmeißen, kein glutenhaltiges Getreide mehr essen. Das sind mal die zwei Faktoren Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die sorgen nämlich auch dafür, dass so eine latente Entzündung am Darm stattfindet und das wiederum bereitet den Raum für den nächsten Faktor, chronische Infektionen von der Darmwand mit vor allen Dingen Parasiten und oder Pilzen. Diese Infektionen sorgen wiederum dafür, dass die Darmwand, Innenwandhaut Probleme kriegt und das äußert sich dann auch an unserer Außenhaut und ihr dürft nicht vergessen, diese beiden Häute sind ja verbunden miteinander. Der Darm, ja, wenn ich den Darm mal verfolge, dann gehe ich quasi von meiner Innenschleimhaut, von der Lippe, ja, gehe ich an die Außenseite, bin an der Außenwand und wenn ich nach innen reingehe, da fehlt ja nur die Hornschicht, das ist die gleiche Haut, fehlt nur die Hornschicht. Dann komme ich durch die Speiseröhre, durch den Magen, Dünndarm, Dickdarm, komme ich am After wieder raus und habe dann wieder normale Haut. Das heißt, der Mensch ist aufgebaut wie so ein Donut. Und was sich innen drin abspielt, zeigt sich dann eben auch außen. Also chronische Infektionen sorgen dafür, dass der Darm Probleme kriegt, entweder mit Biotoxinen kontaminiert wird durch Pilze oder Parasiten oder aber das Immunsystem auch da das Kämpfen anfängt und das zeigt sich dann wieder außen auf der Haut.
Wenn man dann sagt, ja, bei Stress wird es schlimmer, na klar, weil bei Stress werden alle Immunreaktionen irgendwie anders und schlimmer und deswegen wird auch das dann schlimmer, dann, das ist natürlich richtig, aber jetzt pauschal zu sagen, mein Neurodermitis habe ich nur wegen dem vielen Stress, ist nicht ganz richtig, denn es spielt schon auch eine Rolle, was innen drin passiert. Chronische Belastung mit Toxinen spielen eine Rolle, Toxine wie Quecksilber, Cadmium manchmal, aber vor allen Dingen auch Aluminium. Und Aluminium kriegen wir alle ab, entweder durch die Luft oder, wenn es noch jemand unter euch gibt, der impft, dann auch durch die Impfung. Ganz besonders häufig habe ich Eltern in der Praxis mit Kindern, die kurz nach der Impfung oder nach einigen Impfungen Neurodermitis entwickelt haben. Vorher hatten sie gar nichts. Bitte bildet euch euer eigenes Urteil darüber. Wenn sowas stattfindet, sage ich den Eltern immer, es ist schlau, vor allem wenn ich vorher gefragt werde, es ist schlau, eine genetische Untersuchung zu machen, bevor die erste Impfung gemacht wird, um zu gucken, ob es irgendwelche sogenannten Polymorphismen gibt auf den Entgiftungsfaktoren für diese ganzen Schadstoffe in der Impfung. Und wenn es die gibt, sollte man sich das gut überlegen, ob man da russisches Roulette mit der Kindergesundheit spielt. Wenn es schon passiert ist, dann hat man die Chance durch bestimmte Entgiftungsmaßnahmen und auch so, es gibt so homöopathische Entgiftungsprotokolle, wo man versucht, aus der Nosodentherapie Impfungen zu entblockieren. Kann man Erfolge mit haben, ist nicht immer der einzige Weg, aber kann funktionieren. Also das testen wir natürlich auch immer mit. Okay, ja, wir haben also jetzt die Vergiftung. Die Infektion, Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das sind mal die drei Hauptpunkte, die eine Rolle spielen bei der Neurodermitis. Wenn es ein Baby ist, das es hat, ein Stillbaby, dann ist unbedingt wichtig, die Mutter zu untersuchen. Denn es kann sein, dass in der Muttermilch Stoffe drin sind, die das Immunsystem des Babys reizen. Und da muss die Mama behandelt werden, damit es dem Baby gut geht. Also auch so um die Ecke muss man denken. Was noch sein kann, gerade bei Erwachsenen oder älteren Kindern mit Neurodermitis, dass es ein Magensäuremangel vorliegt. Das kann man auch rausfinden. Wenn das da sein sollte, dann kann man da Verbesserungen versuchen, dass die Magensäure besser wird, dass es eine ausreichende Menge hat, weil dann auch wieder es dem Darm gut geht. Also auch das kann eine Rolle spielen. Das bedingt sich natürlich, wenn zu wenig Magensäure da ist, dann ist das Milieu im Darm nicht optimal. Dann können wieder Darmkeime, Darmpilze und so aufkommen. Also es hängt alles manchmal so ein bisschen zusammen. Und es gibt tatsächlich auch noch eine einzige Sache, wo man sagen muss, das könnte sein, dass dort ein Mangel besteht, nämlich an einer bestimmten Form der Omega-6-Säure, das ist die Gamma-Linolsäure. Die Linolsäuren, die wir aufnehmen mit der Ernährung, werden normalerweise umgewandelt in verschiedene Gruppen. Eine eben ist es die Gamma-Linolsäure und da kann es sein, dass es auf dem Chromosom 11 auch einen genetischen Fehler gibt und dass es nicht richtig funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, neigt die Haut auch mehr zu reagieren mit atopischem Ekzem oder mit Neurodermitis. Und dann ist es klug und schlau zu sagen, okay, dann führt man Omega-6-Fettsäuren zu und zwar in der Form, wie sie gebraucht werden, nämlich als Gamma-Linolsäure. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über Borage-Öl zu gehen oder Walnussöl. Wir sind zwar keine Verfechter eigentlich von isolierten Ölen, aber in diesem Fall wäre ein medizinischer Grund gegeben. Dann könnte man damit experimentieren und es versuchen. Wir machen so, dass wir diese ganzen Ursachen und Faktoren testen. Ihr könnt natürlich lernen, wie das geht mit dem Testen, entweder selber, indem ihr das ganze, das Dr. Mama System lernt. Dort könnt ihr das alles selber dann durchführen. Oder ihr macht eine Testung aus, einen Ferntesttermin. Wie das geht, ist alles hier unten beschrieben unter dem Video, wenn ihr das möchtet. Oder ihr verfolgt einfach die Tipps aus dem Video und guckt mal, wie weit ihr damit kommt. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, gute Gesundheit. Und ach ja, genau, was mir geholfen hat, meinen Neurodermitis loszuwerden. Ich habe konsequent verzichtet auf die Milchprodukte, auf Weizen und glutenhaltiges Getreide. Und habe meine ganzen Amalgamblomben entfernt, habe eine starke, lange Entgiftung gemacht. Und jetzt bin ich frei von Neurodermitis. Also das war mein Weg an der Stelle. Okay. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, drückt abonnieren und kommt mit auf unseren Instagram-Kanal. Dort gibt es nochmal ganz viel Zusatzinfos. Ciao, liebe Grüße.